Hallo zusammen! Heute wollen wir mit euch einen kleinen Stadtrundgang durch die Stuttgarter Innenstadt machen. Wir sind mit der Stadtbahn bis zur Haltestelle Charlottenplatz gefahren. Hierher kommt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel von der Messe mit der Stadtbahnlinie 6 fahrt. Gleich am Ausgang der U-Haltestelle Charlottenplatz ist hier das Stadtpalais. Darin befindet sich heute das Stadtmuseum von Stuttgart. Früher war hier viele Jahre die Stadtbücherei untergebracht. Wenn ihr vom Charlottenplatz zum Schlossplatz geht, kommt ihr hier ans neue Schloss in Stuttgart. Das ließ Herzog Karl Eugen im 18. Jahrhundert bauen, weil das alte Schloss seinen Ansprüchen nicht mehr genügte. Und in einer dieser Mansardenwohnungen soll sogar Richard von Weizsäcker zur Welt gekommen sein. Und gleich neben dem neuen Schloss ist der Landtag von Baden-Württemberg. Hier hinter mir. Im Kunstgebäude befinden sich die Club- und Ausstellungsräume des Stuttgarter Künstlerbundes. Früher stand hier das sogenannte Neue Lusthaus der württembergischen Herzöge. Im Schlossgarten, gleich neben Landtag und Neuem Schloss, befindet sich das Staatstheater. Und von dem schönen alten Bahnhof mit dem imposanten Turm ist durch die Stuttgart 21 Baustelle leider nicht mehr viel zu sehen. Die Haupteinkaufsstraße in Stuttgart ist die Königstraße mit ihrer Fußgängerzone. Und wenn ihr in Stuttgart seid, probiert auch mal die schwäbische Brezel aus. Wir haben da mal eine gekauft. Das ist so ein mittelprächtiges Modell hier. Auf was es ankommt, ist hier, dass die Brezel einen dicken Bauch hat. Und die Ärmchen, die müssen dünn sein. Die müssen krachen, heißt auch Kracherle. Und da achtet er drauf, dass er die kriegt. Und so ist der Brezel schon was Köstliches. So, jetzt habe ich extra nochmal Brezeln gekauft, dass ihr seht, wie eine richtig schöne schwäbische Stuttgarter Brezel aussieht. Hinten ein schöner Bauch, dünne Ärmchen, schöner Ausbund. So soll eine Brezel aussehen. Und die probiere ich jetzt gleich, wie sie schmeckt. Und jetzt sind wir auf dem Schlossplatz vor dem neuen Schloss. Die Jubiläumssäule im Zentrum des Schlossplatzes wurde aus Anlass des 25-jährigen Regierungsjubiläums und des 60. Geburtstags von König Wilhelm I. von Württemberg 1846 errichtet. Die Säule hat eine Höhe von 32 Metern und wird von der Göttin Concordia gekrönt. Der Königsbau mit seinen 34 Säulen wurde um 1860 im Auftrag des württembergischen König Wilhelms I. im spätklassizistischen Stil als Geschäfts-, Konzert- und Ballhaus errichtet.
Dieser Glaswürfel hier ist das Kunstmuseum. Neben der Stiftskirche seht ihr den sogenannten Fruchtkasten, eines der ältesten erhaltenen Gebäude Stuttgarts. In der Mitte des Schillerplatzes steht seit 1839 ein Schillerdenkmal. Dahinter seht ihr die alte Kanzlei, in der die landesfürstliche Verwaltung ihren Sitz hatte. Das alte Schloss war von seinen Anfängen um 1200 bis ins 18. Jahrhundert eine Wasserburg. Heute befindet sich darin das Landesmuseum Württemberg. 1943/44 wurde es teilweise zerstört und 1968 wieder aufgebaut. Ab 1553 ließ Herzog Christoph die mittelalterliche Burg zu einem Renaissance-Schloss umbauen. Jetzt schauen wir uns noch mal die Markthalle an. Oh, geht die schwer. Das sind Brote. Da wiegt eines bestimmt mehrere Kilo. Die Markthalle wurde 1914 eröffnet. Auf 3500 Quadratmetern bietet sie Platz für fast 40 Verkaufsstände. Der stützenfreie Raum ist 60 Meter lang und 25 Meter breit. Seit 1973 gilt die Markthalle als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung und steht unter Denkmalschutz. Am Eingang zur Stiftskirche ist ein interessanter Türgriff. Thank you.
evangelische Stiftskirche wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Beim Wiederaufbau wurde die Kirche stark verändert, was auch zu akustischen Problemen führte. Durch nachträglich eingespannte Akustiksegel aus Glas wird die Akustik, die vor allem für Orgelkonzerte benötigt wird, verbessert. Jetzt sind wir hier vor dem Stuttgarter Rathaus und da findet dienstags, donnerstags und samstags der Wochenmarkt statt. Und auf dem Schillerplatz ist auch noch was. Da gibt es schwäbische Most, Apfelwein auf Deutsch. Und hier gibt es Filter Spitzkraut. Kennt ihr Schwarzkohl? Oder Mangold? Ich kenne nur grünen und gelbe Rüben. So, jetzt gehen wir noch ins Rathaus. Nicht, weil es so schön ist, sondern da gibt es noch einen besonderen Aufzug. Hier gibt es noch einen Paternoster, der wo frei zugänglich ist. Und weg ist sie. Und sie kommt wieder zurück. Oh, schon lange kein Paternoster mehr gefahren. Tschüss. Da kommt er wieder. Nö, jetzt fahren wir mal eine Runde unter um. Oh. Das ist Abenteuer pur, ha? Ja. Aber nicht so tief, oder? Und schau noch mal drunter durch. Nee.
Der Marktbrunnen vor dem Rathaus ist verkleidet mit 16 Reliefplatten aus dem Jahr 1714. So, das war unser kleiner Stadtrundgang durch Stuttgart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Stuttgart gibt es natürlich noch viel mehr anzuschauen, schon allein die vielen Museen. Aber wir wollten ja nur einen kleinen Stadtrundgang mit euch machen. Jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Uns Abo nicht vergessen. Ja, natürlich. Also, macht's gut. Tschüss, sagen Renate und Bruno.